Ich habe heute, habe ich mir ein Video angeguckt von so einer gewissen Beauty-YouTuberin. Ja. Einfach so just for fun, weil ich gucke da ab und zu einfach mal rein, so. Mm, klar, Tobi, klar. Und, nicht weniger erwarte ich von dir. Ja. Und diejenige hat einen Livestream gemacht. Ja, der Livestream okay. War zwei Tage her gewesen. Ich habe einfach mal unten auf neueste Kommentare gedrückt. Ja. Und Person X fragt im Livestream, hört ihr mich? Was? Und wenn ich auf neueste Kommentare gehe, gibt es wirklich noch Leute, die nach zwei Tagen, nachdem dieser Stream war, schreiben, ja, wir hören dich. Das sagt schon alles aus über diese Community, Alter. Die ist halt sehr, ja, jung geblieben. Ja. Echt so. Unfassbar. Was war da? Ich mach die Alerts bei mir jetzt übrigens mal aus, ganz kurz an meinen. Boah, Gott sei Dank, Tobi, das hat mich schon voll genervt. Die spacken heute irgendwie rum bei mir, die hängen. Echt? Ich weiß nicht, was das ist. Boah, weißt du, was auch hängt? Ja. Ja. Penisse. Penisse bei Naked Attraction. Was? Alter, Tobi, wir haben die beste Sendung der Welt gesehen. Ich habe gerade drüber gequatscht. Es gibt bei RTL 2. Ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Es ist einfach, es ist ein Traum. Also, wenn man so tief sinkt als Sender, dass man sowas ausstrahlen muss, ne? Ich frage mich halt, wie viele Folgen es da noch geben wird. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Und vor allem die Moderatorin Milka von Viva damals. The sky is the limit, sag ich mal. Bin ich froh, dass wir auch nach Jahren noch unser beschissenes Minecraft spielen können. Da, ja, kann man sich, echt so. Da kann man sich lustig machen drüber, wie man will, aber es ist mir ehrlich gesagt immer noch wesentlich lieber, als Penisse anzumoderieren. Weiß ich nicht. Aber mal gucken, YouTube 2020, das wird schon. Tobi Nato Live hat das Spiel betreten, was ist denn hier los? Nein, ich freue mich doch. Ich war nicht sicher, ob du heute kommst, Tobi. Doch, auf jeden. Ja, ja, Minecraft ja, und Starbound bin ich immer dabei. Ja, ja, meistens ist ja so, ja, heute bin ich ab 20 Uhr da und dann... So, weißt du das? Oh, hast du denn letzte Woche? Ah, ja, habe ich dich nämlich, ne? Ja, letzte Woche ging nicht, da hatte ich ein wichtiges Geschäftsgespräch. So, wieso hab ich denn hier so viel Buchstaben? Was denn? Das ist Facebook. Messenger bei Facebook piepst, der blinkt mittlerweile, der macht Windows-Sounds, was ist das denn? Wett? Alter. Ich habe hier keine Fabrikblöcke mehr und ich habe, glaube ich, alle aufgebraucht. Fug. Was? Klar war Milka beim Casting, hat alle nach Geschmack sortiert. Was? Alter! Wie so ein Wein, weißt du? So erstmal so. Alter, das geht nicht. Nein. Scheiße, ich brauche noch Blöcke. Fabrikblöcke. Ich brauche Fabrikblöcke und einen schönen Cheesy zwischen den Zähnen. Oh, ich habe noch Fabrikblöcke ohne Ende hier. Geil. Ach ja. So, okay, der Reaktor wird doch ein bisschen unübersichtlicher, als ich dachte. Fug, und ich brauche dringend noch mehr von diesen... Scheiße. So, das geht noch ein weiter rein. Na toll. So. So, dann müsste hier schräg runtergehen. Okay. Ich hole mal ganz kurz so eine Schrägdinger. Muss das so asymmetrisch sein? Ja, ich bin doch nämlich fertig, Mann. Und ja, eine Treppe muss... Eine Treppe... Was baust du denn da schon wieder für eine Scheiße? Einen fetten Reaktor, Tobi. Ach so, ja, okay. Einen fetten Kernreaktor. Das ist geil, vielleicht explodiert er ja irgendwann und wir haben hier so 5 Hände, mit denen wir arbeiten können. Ja, wenn ich du wäre, würde ich nicht unter deinen Tierstall gucken. Oh, was ist denn jetzt schon wieder passiert da unten? Wenn du meinem Pferd was gemacht hast, ne? Der hat die Goldrüstung an, die ich in deinem Nether geklaut habe. Die hast du wo geklaut? In einem Nether. In einem Nether? Achso. Hä, es gibt doch nur einen Nether. Nein. Ich hab gehört, hast du Diamantrüstung da unten gefunden? Wo war die? Scheiße, ich hab die übersehen.
Alter, Herr Tobi ist so ein kleiner Wichsfrosch, Alter. Ey, die Leute haben gesagt, ich darf doch ruhig mitnehmen, das würdest du auch machen. Wo denn überhaupt? Das war im Nether in so einer Kiste. Ach so, ja, dann das mach doch. Meine Güte, ich habe da echt Diamantrüstung und sowas. Pferderüstung habe ich ja. Ich dachte, du hast die bei mir geklaut. Aber im Nether in der Kiste ist doch nicht schlimm. Nein, bei dir klaue ich nichts. Ach so. Selbst wenn, auch das würde ich dir verzeihen, Tobi. Ich glaube, ich habe dir einmal was für Essen geklaut, weil ich tierischen Hunger hatte, als ich im Nether rauskam. Okay, Tobi, klauen ist okay, aber was zu essen, da hört die Freundschaft auf. Und deiner Alten habe ich einen Klaps auf den Po gegeben. Ja, das ist okay, aber klau mir nichts zu essen, bitte. So, apropos Essen, ich muss mir mal wieder... Ich hab fast keine Cheesies mehr, ne? Keine Cheesies mehr? Ich hab keine Cheesies, Alter. Keine Cheesies. Ich geb mir den Discord heute auf den Sack, ne? Ja, ist irgendwie... Was? So, also unter meinem Tierstall soll ich heute nicht gucken? Da ist nichts. Alter! Was denn? Hä? Dieser Discord. Ach so. Aber mir geht's momentan gerade. Ich hör alles von dir. Okay, dann liegt's vielleicht an meinem superschnellen Telekom-Internet. Ich habe aber auch superschnelles Telekom-Internet. Vor allen Dingen WLAN ist super. Mit diesem Telekom-Router, der ist einfach. Beste, ne? Der ist einfach so für den Arsch. Boah. Das Geile ist, ich stehe draußen auf der Terrasse und der Router steht fast an der Terrassentür. Ich stehe draußen auf der Terrasse und habe keinen Empfang. Geil. Geht nichts. Geil. Bei uns ist es so, der Router ist quasi direkt im Wohnzimmer und wir haben dann so Boxen angeschlossen und so WLAN-Boxen quasi. Und dann hörst du mal so. Und dann versuchst du mit dem Handy irgendwas zu googeln, das dauert 1000 Jahre einfach. Ja, das ist einfach, mega. Ich hab wieder Internet wie 2005 oder so. Ja, ich glaube, das machen die extra, um einen dazu zu bringen, seinen scheiß LTE-Guthaben da auf, also hochzusetzen, seine Dings hier, seine Volumen bei LTE. Kann ich mir gut vorstellen. Sorry, unfassbar. Aber an dem Punkt ist die Telekom einfach ein richtiger Drecksladen. Also ich hatte Unity Media, hatte ich nie Probleme. Ja. Seit ich mich umgestellt habe, die ganze Zeit. Unity Media ist echt Hammer, vor allem 400.000, Alter. Wie geil Euro, wäre das? Euro pro Leitung. Ja, wahrscheinlich. Aber 400.000 Mbit, ey, boah. Ja, also da war ich echt immer zufrieden. Ich hatte, genau in 5 Jahren hatte ich einmal Ausfall, glaube ich. Und das war's. Und die waren auch sofort da. Also ich hatte auch einmal am Anfang mit dieser Horizon-Box-Probleme. Horizon. Und ja. Die waren aber sofort nächsten Tag da. Gar keine Probleme, überhaupt nichts. Geil. So. Ist auch alles in Ordnung? Warum sollte ich denn unter meinen Tierdings gucken? Da ist doch gar nichts. Ich hab dich verarscht, Tobi. Okay. Hä, meinst du? Wo ist das große Tee bei meinem Haus? Es sieht sich aus, du hast mir ein großes Straighter-Tee bei meinem Haus gemacht. Hä? Warum soll ich das tun? Gesagt. Aber das wurde gesagt. Du glaubst doch alles, wenn der Tag lang ist, wa? Meinst du, ich würde sowas machen? Weiß ich nicht. Ja gut, glaubst du schon. Ja, ich kenne dich doch, du glaubst dann natürlich. Du willst, dass ich das tue. Bedrock sollte angeblich auch bei mir unten im Keller sein. Da ist ja viel passiert. Achso, die Obsidian-Glocke über meinem Haus, stimmt, die fehlt auch. Ah ja, ja gut, ja, die ist schon da gewesen, die habe ich wieder abgebaut. Ich brauche das Obsidian für den Reaktor. Ah, okay. Ja. Ja, was von all diesen Dingen es war, Tobi? Was von all diesen Dingen es war? Ich werde es herausfinden. Ja, wirst du das herausfinden, ich Tobi? Wirst du das herausfinden, Tobi? Ich bin mir nicht sicher. So, aber wie hieß denn das andere Ding nochmal? Okay, ich glaube, ich werde von unten Steinstühle nehmen, oder? Dann Hammer ist gleich kaputt. Ja, schicke ich lieber noch schnell ein Bild auf Facebook davon. Warte. Ich gehe mal kurz. Was? 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 So. Ernsthaft, ja, Hammer? Ja, mein Hammer ist gleich kaputt, Tobi. Den habe ich heute echt. Hammer des Zimmermanns. Den habe ich heute so krass durch die Wand überall geprügelt. Das ist immer, wird langsam Frühling. Oh, warte mal. Was denn? Ach Gott. Alter, Gesundheit. Boah. Alter, kann man schön Rotz fahren, wie es du wieder hängen. Da kam so ein richtiger fetter Yellow mit raus gerade, ne? Yellow, so ein Yellow-Stromanbieter. So. Tom, mein Spitzhacke ist kaputt. Da ist ja nicht so gut.
Schnell noch ein Foto auf Facebook schicken. Nein, Quatsch. Hat die auch so Widerhaken? Ja, zwei Stück. Ja. Oh, jetzt aber doch teurer mit dem Reparieren. Was krass ist, dass Spitzkopf Larry jetzt echt lange hält. Was? Mein Spitzkopf Larry hält echt lange, Tobi. Ich sag da einfach gar nichts zu. Ich frag gar nicht erst. Was? Tobi, willst du nicht mal meinen Spitzkopf Larry sehen? Nein. Frag doch mal Milika, die wird sich den angucken. Ich schwöre, wenn du den siehst, willst du auch mal ausprobieren. Ich mach wieder Mundpropaganda, ey. So. Schön. Ach ja, ich muss jetzt noch ein bisschen kochen, ne? Ah ne, bevor ich koche, brauche ich noch. Ach so. Ja. Was denn? Falls ihr euch wundert, ich habe hier eine Kiste hingestellt, wo ich schon Sachen für die Schmiede vorbereitet hatte. Das habe ich offscreen gemacht. Ganz widerlich. Boah, ja, bestimmt wieder mit Creative Mode. Ja, wo ich auch so viel Admin hier bin. Ja, klar. Hätte ich aber nicht gemacht. So. Ich finde das so mit Creative Mode, dass ich so Sachen mache, finde ich immer bescheuert, weil das verfehlt irgendwie den Sinn von Minecraft so. Das stimmt. Was ich mit Creative Mode ab und zu mal mache, ist kurz mal rumfliegen und sich alles angucken. Das mache ich mal ganz gerne. Das ist was anderes, ja. Ja, aber so Sachen irgendwie rein cheaten, oder ist ja vor allem dann auch versuchen zu vertuschen, dass man das selbst gemacht hat. So. auch nicht gesammelt im Offscreen. Was? So, nein. Machst du das? Immer? Ironischerweise, obwohl, ne, inzwischen. Ich glaube, es wäre vielleicht schneller gegangen bei der Vault beim Ausheben. Ich habe da ja mal Funk-Streams geguckt die ganze Zeit. Ja. Aber inzwischen haben wir ganz ehrlich, wir haben unseren Bud Spencer. Mhm. Und das geht viel schneller als jeder Creative Mode. Da bin ich recht dankbar für. Ach so. Ja, hast du schon mal Bud Spencer? Hast du schon mal. Willst du mal meinen Dampfhammer sehen? Was? Du hast die Wahl zwischen Spitzkopf Larry oder Dampfhammer. Hat der auch noch einen zweiten Namen? Ja, Bud Spencer halt, ne? Also Bud Spencer heißt er bei mir eigentlich. Okay. Nee, ich würde gar niemanden von beiden sehen. Komisch. Wir haben nur noch 28 Eichenholz, Tobi. Wie kann das denn passieren? Hast du noch keine selbstgebaute Holzfabrik? Nee, du? Nö. Es wird echt mal Zeit. Ich muss echt mal so eine Holzfabrik brauche ich echt mal. Das dauert sonst immer so lange, jetzt wieder Bäume anzupflanzen und wieder. Ich würde auch einen Reaktor machen. Ich habe, vorhin hat mir jemand die Kommentare, also in den Chat geschrieben gehabt, es gibt einen Palms Harvest Craft oder so, gibt es so eine Falle, wo man ohne Tiere zu töten Fleisch bekommen kann und Leder und sowas irgendwie. Eine Falle, wo man ohne Tiere zu töten Fleisch bekommt? Ja, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Das klingt irgendwie unrealistisch. Ich meine, da gehen Tiere in diese Falle und sagen, oh, hier lege ich mal mein Fleisch rein, aber es geht mir gut. Ist wie beim Haare schneiden, oder? Dann wahrscheinlich ja. Was ist das denn? Liebe Kinder, Haare schneiden tut echt weh. Ach Quatsch, die sollen wir nicht so anstellen. So, das bisschen Blut, was aus den Haaren kommt, das ist ja schnell wieder abgewaschen. Eben. Boah, stell mir vor, die Leute hätten nicht Haare auf dem Kopf, sondern das wären alles so Adern, die so nach und nach wachsen. Und dann muss die schneiden und dann blutet es überall und dann muss das erstmal wieder. Alter. Das wäre eine geile Idee für ein Viech. Ja, eigentlich ja. So Outlast-mäßig oder ne, sowas in Richtung Adernhaare. Mein Name ist Adrian. Entschuldigung. Heißt heutzutage noch jemand Adrian eigentlich? Monk. Ich weiß nicht. Was? Adrian Monk. Kennst du nicht Monk? Doch, Monk kenne ich, doch. Monk ist super, habe ich so gerne geguckt. Die Falle gibt es wirklich. Kannst du dem Gronk bitte sagen, dass mit den Kühlwassern aus Rohren fließen lassen? Was? Kannst du dem Gronk bitte sagen, dass mit dem Kühlwasser aus Rohren fließen lassen? Weißt du Bescheid? Ja, klar. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid, ich weiß aber nicht, ob ich es mache. Alles klar. So. Ich hatte mal einen Adrian in der 9. Klasse. Ja, ich auch. Also ich hatte mal einen Adrian als ich auf der John F. Kennedy Schule war, da gab es mal einen Adrian. Der war einer der sportlicheren, der beliebteren Leute. Du warst auf einer John F. Kennedy Schule? Ich war auf einer John F. Kennedy Schule. Ja. Okay. Es war eine Realschule. Okay.
Aber mehr als bei John F. Kennedy auch nicht gereicht, ne? Wahrscheinlich. Keep it real. Kennst du vielleicht aus der Hip-Hop-Szene? Wir haben es, ne? Deswegen, verstehst du? So. Auf was für einer Schule? Ach du, du warst Haupti, ne? Ich war Haupti, ja. Haupti. Ja, natürlich. Der Babbo ist auch da. Natürlich. Hast dich viel geschlagen auf dem Schulhof? Na klar. Natürlich. Immer gleich Handkante. Tobi, wie spät? So. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Halt's Maul, Bitch. Ja, so ist das ja auch, klar. Ja, klar. Und alle Hauptschüler sind auch so. Ja, auf jeden Fall. Alles Assis. Klar. Da gibt's ja keinen, der sich vernünftig artikulieren könnte oder sonst was. Oder aus dem mal was wird. Das ist ja. Nee. Ja, muss man sofort abschreiben. Hauptis an die Macht. So, Haupti-Assi-Liebe zu Tobi. War auch auf Haupti. Die Hauptis, voll geil. Das könnte so eine Serie sein auf RTL oder so. Die Hauptis? Heftiger als Hauptis. Da schreibt auch jemand ein Buch drüber. Ich war auch so. Ein Honk. Hauptschüler ohne nennenswerte Kenntnisse. Eine Honk? Wie geil. Geil, das ist geil. Ein Honk. Cool. Finde ich voll geil. Das ist cool. Ja, man muss es nur gut zum Schreiben wissen, ne? Ne? Ist ja genau wie Putzfrau heutzutage nicht mehr Putzfrau heißt, sondern irgendwie Fachfrau für Chemie und irgendwas, ne? Fachfrau für Chemie? Ja, irgendwas gibt's doch da mittlerweile. Oder Chemiefachangestellter oder irgendwas. Das heißt nicht mehr einfach nur Putzfrau heutzutage. Ich glaube, wenn ich reinmache Frau sage, ist das wahrscheinlich falsch, oder? Was? Ja, reinmache Frau. Mit Dampfhammer? Was? Wieso mit Dampfhammer? Was? Tobi, was geht mit dir? Frau? Ja, weiß ich doch nie, was du da sagst. Ach, was? Du willst der Frau einen reinmachen? Das ist es wieder. Die Hauptis hier schon wieder, weißt du? Ja, klar. So. Okay, jetzt haben wir 47 Blöcke des Zimmermanns. Jetzt brauchen wir noch wieder Sticks. Hast du dir schon mal ein wunderschönes Dach angeguckt, was total beschissen aussieht? Was denn jetzt passiert? Nee. Was für ein Dach denn? Auf meinem ersten Haus, was ich überhaupt je gebaut hatte auf dem Server hier. Aber irgendwie ist das Dach, ich weiß, das war voll schwer, über die Ecke zu bauen da, keine Ahnung. Was ist denn los? Sieht so komisch aus. Ich würde gleich kommen, aber ich muss nochmal ganz kurz in die Vault. Beim Reaktor noch ein bisschen was bauen. Ist ein bisschen unterwegs hier. Wie weit ist die Vault denn? Ist sie schon bald fertig? Kann ich bald einziehen? Naja, momentan bin ich gerade bei der Stromversorgung und eigentlich... Der Plan war, es gibt so eine kleine Etage mit ein paar kleinen Räumen. Ne, wo dann auch so ein bisschen die Energieversorgung steht und bla bla bla. Okay. Und als wir dann gebaut haben, in den letzten 2000 Folgen ungefähr, ist das dann etwas ausgeartet. Und jetzt gibt es neben der riesigen Vault auch noch einen riesigen Reaktor, der die riesige Vault betreibt. Ach krass, der funktioniert auch tatsächlich? Ja, natürlich noch nicht. Der ist erstmal nur ausgehoben. Also wir sind noch dabei, quasi den richtig auszuhoben, alles auszuheben, alles anzuschließen. Sicherheitsräume, Dekontamination, alles. Weil das überhaupt nicht übertrieben ist, Tobi. Nein, das kennt man ja auch nicht von dir. Hilfe! Hilf mir. Die Pan macht nicht mehr hier mit, ne? Irgendwie so. Ja, die Pan, so. Weiß ich nicht, die streamt ja auch nur noch so selten irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ja, weiß ich auch nicht. Aber gut, die hasst natürlich auch ihre Zuschauer, ne? Ja. Ja, das liegt Hashtag wahrscheinlich daran. Mehr Streams mit Pan, bitte. Wenn ich schon Dings spielen soll hier, Life is Strange, dann mehr Streams mit Pan, bitte. Oh, du sollst Life is Strange spielen? Finde ich gut. Ja, aber doch in der TTT-Folge habt ihr auch diesen Hashtag-Kram da gestartet. Ach, das kommt so. Doch erst noch, ne? Ja, stimmt, das kommt. Boah, also fett gespoilert. Tobi hat fett gespoilert. Ja, total fett gespoilert, ey, krass. Boah, Alter, ja. Nein. Der hat scheiß Hauptschüler wieder, ey. Die Folgen könnt ihr bei mir auf dem Channel 2 Tage früher sehen. Das macht Curry doch immer schon. Ja, stimmt. Aus Versehen. Ach ja. Ja, natürlich. So. Ja, ich darf ja sowieso bald nicht mehr streamen. Am 22. läuft ja bei mir die Frist aus. Oh, was? Ja, das ist Ende Gelände. Da ist der Traum geträumt, Tobi. Der Traum ist geträumt. Huch, das? Was? Das glaubst du doch selbst nicht. Ja, muss ich. Was soll ich machen? Die Frist läuft ab. Was soll ich tun, Tobi? Weiter streamen. Ach so, einfach so? Wollen die machen? Wollen sie bei dir zu Hause vorbeikommen? Wollen abschalten oder was? Nee, aber da gibt's doch Strafe dann. Da musst du ja bis zu 500.000 Euro Strafe. Ernsthaft? Sind die bescheuert oder was? Ja. So ist es doch. Babos, Alter. Was ist bei denen schiefgelaufen? Ja, so sieht's aus.
Ja, ich meine, ich kann dann sagen, gucken. Weißt du, ich habe mit denen noch nichts zu tun gehabt bis jetzt. Ich kann ja sagen, dass das richtig hässliche Vollspasten einfach sind. Nicht so laut. Entschuldigung. Vielleicht schauen sie gerade zu. Kack egal, Alter, ganz ehrlich. Ja. Ah, mal gucken, mal gucken. Ich habe ja noch, ich habe ja noch Plan B. was denn? Okay, gespannt bin. Bin sehr gespannt. Ja, mal schauen. Kommt bestimmt auch gut an. Bei allen Beteiligten. So. Das müsste jetzt richtig sein, ne? Sieht komisch aus, aber müsste eigentlich richtig sein. Oder wir machen hier noch einen weiter nach hinten. Hm? Tobi ist Tanzverbots Bruder? Was? Bitte was? Ja, bin ich. Das steht hier. Cool. Ja, wenn es da steht, muss es stimmen. Die Chance groß, dass er nie eine Ansage gegen mich macht. Gefällt mir. Ja, ja, aber gerade, nee, gerade eigenen Bruder und so, da macht man doch erst recht eine Ansage. In so gewissem Alter, oder? Ach so. Am Anfang streitet man sich, bis man dann auseinanderzieht, aber ihr wohnt ja auch nicht mehr zusammen. Nee, 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 er wohnt ja in, weiß ich, wo wohnt er eigentlich? Berlin? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Da drüben so. Hm? So. La, 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 la. La 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 la. Jod. Mhm. Da oben ist es unsymmetrisch. Was? Wo denn? Du meinst, weil es hier 3 runtergeht und hier 4? Ist das der Grund? Aber es geht nicht anders. Warte mal, ich muss mal wieder meinen Helm anmachen. So. Nee, ich besuch die Vault nicht, weil ich bei mir in den Folgen auf YouTube sonst spoilern würde. Das ist ein bisschen doof. Ach so. Ja, ist aber, glaube ich, absolut wild. Ach. Der, Curry. Der Weg ist das. Ja, gut, das stimmt. Aber der Weg ist das Ziel, weißt du doch. So. So. Oh, ich habe echt viel Toastbrot. Soll ich dir auf Toastbrot einladen? Boah, geil. Boah, würde ich mich freuen. Mit Marmelade? Ehrlich gesagt, ich mag Toast voll gerne. Ich finde, ja. Ich bin ein großer Freund von Toastbrot. Das kann man sich vor allen Dingen einfach mal so. Habe ich dir schon von unserem geilen Toaster erzählt, Tobi? Ihr habt einen geilen Toaster? Wir haben einen richtig geilen Toaster. Irgendwann war ich so auf Amazon und hab mir so gedacht, ich weiß nicht, was ich geguckt habe irgendwie. Ich habe einfach so rumgeguckt und dann habe ich so plötzlich gesehen, Alter, es gibt Vierfachtoaster. Ja, haben wir auch einen. Alter, es ist so geil. Es ist das Geilste auf der ganzen Welt. Ist eine geile Erfindung, das stimmt. Ja, auch wenn man ihn nicht immer braucht, aber wenn man ihn braucht, dann hast du sofort 4 Toast statt 2 und musst nicht 2 etappenweise toasten und so. Ist mega gut. Wobei ich unserem Toaster hier nicht so ganz traue. Wenn der was toastet, der stinkt immer ein bisschen so. Da musst du unten abfackeln. Ja, du musst aber unten das Sieb auch mal reinigen da, ne? Diese, ja, ja, das ist komplett gereinigt. Der hat von Anfang an schon so komisch nach Verschmortem gestunken irgendwie, ich weiß nicht. Aber YOLO. Hast du da vielleicht mal was anderes gemacht, irgendwie, was man im Toaster so grillen kann? Diese Mini-Schnitzel oder sowas, dass da vielleicht was altes Öl oder Fett so rumschmiert? Nee, nee. Bei mir kommen nur XXL-Schnitzel auf den Tisch. Weißt du doch. Boah, geil. Boah, wir richtig waren schön von Aldi, weißt du, aus dem Kühlregal, diese richtig knorbeligen. Wenn du mal hier bist, ne? Du hast ja gesagt, du kommst hier zu dem Restream von der A3-Pressekonferenz. Hast du gesagt? Ja, ja, doch, doch. Gut, gut. Ich wollte eh nochmal fragen, mache ich aber dann die Tage mal, wie es bei der Gamescom so bei euch aussieht. Da. Ach so, ja, alles easy, alles peasy. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, gerne. Auf jeden Fall, wir müssen dann mal in ein XXL-Restaurant. Schnitzel-Restaurant. Ja. Da esse ich eine Woche vorher erstmal nichts wahrscheinlich. Wir können es natürlich auch teilen wie Susi und Strolch, das geht auch. Ich traue mir auf Schnitzel gegenseitig rumlecken, weißt du. Ich bin ehrlich, ich traue mir das nämlich auch selber nicht zu, das Ding. Also wir haben hier auch in Funkstadt quasi Nebenort. Gibt's da war ich mal, in Funkstadt in diesem XXL-Restaurant, da war ich mal und hab mir kein XXL, aber einen XL-Schnitzel bestellt und habe es geschafft. Bei dem Fußball-Ding, bei dem TSV? Das weiß ich nicht mehr, mein Bruder hat ja mal in Darmstadt gewohnt und hat mich dahin mitgenommen und dann dachte ich mir, wenn ich schon TSV mal... TSV gewesen sein, ja, das also da schaffe ich auch, also ein XL ja, aber XXL ne. Da kriegst du so eine Wunderkerze mit dazu, wenn du XXL-Schnitzel bestellst. Ja, das ist ja, da lohnt sich das ja richtig. Boah, ja. So, aber wenn man sowas schaffen kann, auch noch mit Beilagen und sowas, ey, boah. Ja, das weiß ich aber auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, heute würde ich es nicht mehr schaffen, glaube ich. So, oh, hat genau gepasst.
So, ich brauche versenkte Ziegel, Mann. Versenkte Ziegel? Richtig. Wofür brauchst du die denn? Für Dinge. Für Dinge. So, dafür brauche ich erstmal Mörtel. Und Mörtel brauche ich aus Ton, Sand und Kies. Ich habe Dinge gesehen. Was? Deine Mutter heißt Mörtel. Mörtel sitzt im Klo. So. Ab wo geht's denn hier runter? Ach, hier geht's schon runter, aber das muss ja nicht genau da exakt runtergehen, ne? Ich würde dann quasi für die anderen Etagen, würde ich dann quasi hier immer die Treppen hoch und runter machen. Ne, dass man dann hier so reinkommt. Kannst du die bringen? Ja, muss ich, Tobi, muss ich. Ich muss dringend auf Sand- und Lehmsuche gehen. Das ist nicht so geil. Warum? Ja, für den Mörtel. Was hast du denn vor? Was willst du denn bauen? Die Schmiede. Die Tinkercraft. Ah, oh. Das ist nicht so geil. Klingt nach einem Traum. Glas rein. So, so geht aber eigentlich. Man kriegt da ganz gut was raus. Ja, hä? Ach, da hab ich noch Stein, warte mal. Ich bin schon ein bisschen durch. Du fängst ja immer erst um 20 Uhr an zu streamen. Also aufzunehmen, natürlich. Ja, Entschuldigung. Ja. Bei mir ist schon 16 Uhr, wenn du dann kommst, bin ich immer schon so. Wer ist das? Echt? Ach, das stimmt, du fängst um 16 Uhr, krieg ich immer eine SMS oder so auf so ein Dings aufs Handy. Echt, das geht? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ja. Krass. So als Twitch-Notification quasi. Ah. So, freue ich mich. Drücke ich dann immer weg voll aggressiv, so, oh Mann, schon wieder irgendwas, ey. So, warte. So, ich mach mal hier nochmal schnell. Da bauen wir noch einen Weg und da müssen wir noch irgendwie hier an die Wände packen, wir auch noch was dran und so und bla, ich weiß noch nicht. Das sieht nämlich sonst ein bisschen schlicht aus oder so. Ach, die Decke muss ich auch noch machen. Oh, Alter. So ein Reaktorbau ist schon ganz schön anstrengend irgendwie auf Dauer und ich sehe hier immer nur unterirdisches Licht. Also. Into the lights. Ja. Immer wieder was draußen bauen. Wir müssen mal irgendwann ein Dörfchen zusammenbauen, oder? Ja, irgendwas gemeinsam mal. Das wäre cool, ne? Ja. Finde ich auch. Das wäre. Kann man nicht meißeln? Das wäre nämlich geil. So, hier ist die Dreierbreite, dann hier zack. So. Hä? Was, kann man die nicht meißeln, die Steine? Was ist das für eine Kacke? Was denn für Steine? Diese Ekolith-Ziegel, ich dachte, die kann man meißeln, aber nur die Pflastersteine wahrscheinlich, ne? Ah, alles klar. Du kannst aus Ekoglied-Steinen kannst du aber Pflastersteine machen. Okay, okay, okay. Also wenn ihr sie, oder Rhyolith geht auch. Ekoglied, Rhyolith, der ganze Elitenscheiß da. Die Eliten. Da blickst du auch irgendwann nicht mehr durch, ey. Das ist. Ja, ich hab's auch schon aufgegeben. Ich hab's einfach aufgegeben, Tobi. Hab's aufgegeben. So, hier wäre dann die Wand vom Reaktor. Ihr könntet eine Ritterburg zusammenbauen. Ja. Ich frag mich, wie die aussehen würde. Ich habe immer voll Bock, so voll die krassen Sachen zu bauen in Minecraft. So Burg oder so eine Zwergen. So irgendwas mit Zwergen, so voll die krassen Maschinen und sowas. Und dann sitze ich da so und. Ja. Geh ich nur in eine Höhle rein. Das ist bei mir auch. Ist bei mir ähnlich. Ich will dann immer irgendwas bauen, ne? So. Ja, wie zum Beispiel jetzt mit dem Reaktor. Ich will irgendwie was Kleines bauen. Und dann ist es die nächste riesige Baustelle. Es ist einfach anstrengend auf Dauer. Es ist so anstrengend oben. Boah, ich hab Horizon endlich durchgespielt. Ja, echt? Wie viele Folgen sind das noch? Es werden, glaube ich, über 100 und ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte gerade gucken, aber ja. Aber dafür auch alle Sammel-Items mitgenommen und bla und all die schönen Dinge. Ich hab's noch gar nicht angefangen, das ist traurig. Naja, dann mal los, Tobi. Ich habe noch keinen Witcher gespielt. Was? Also ich habe The Witcher habe ich schon gespielt, aber noch nicht komplett durchgespielt. Was? Ja, es tut mir echt leid. Was? Hast du als Let's Player auf dem Channel oder spielst du privat? Ich hatte privat damals reingespielt, aber halt wie gesagt nie weitergespielt. Ah, okay. Tatsächlich. Das ist eigentlich eine Schande, ne?
Ich wollte jetzt auch gerade schon ausloggen, spontan. Da kann Witcher gespielt. Aus. So, aber du hast ja Edith Fulk hast ja gespielt. What Remains of Edith Fulk? Ja. Da habe ich gespielt, ja. Das Vermächtnis meiner Schwester. Ja. Das war sehr cool. Das war mega krass. Wenn Gronkh und Tobi zusammenbauen würden, würden normale Bauwerke entstehen. Ich bin mir nicht sicher. Glaube ich nicht. Ja, ich bin mir da. Würden einfach ganz Frankfurt nachbauen mit allen Skylines in 1:1. Was auch keine schlechte Idee wäre. So, hier war ein Versicherungsgebäude, muss natürlich alles verkommen sein, ne? Nach einem Atombombeneinschlag oder so. Boah, so Last of Us mäßig. Ja, das wäre voll geil.